Hi, liebe YouTuber und diejenigen, die mir vielleicht folgen. So, Fazit Tag Nummer 3. So, ich bin jetzt mittlerweile bei 93,7 angekommen, habe mit 96,9 begonnen. Das war am Montag, heute haben wir Mittwoch und der Tag ist ja noch nicht vorbei. Das heißt, heute gibt es noch 3 Shakes. Den ersten habe ich schon genommen um 8.30 Uhr. Leider muss ich sagen, dass ich sehr schlecht geschlafen habe von Dienstag auf Mittwoch. Wieso auch immer, sehr unruhig. Auch so ein bisschen mit dem Kreislauf zu tun gehabt. Musste mehrere Male mal aufstehen, musste auch mal auf die Toilette gehen. Es war kein unangenehmes Gefühl, es war aber auch kein angenehmes Gefühl. Es war seltsam, weiß ich nicht. Also sowas habe ich auch in der Form noch nicht gehabt. Dann habe ich schon gemerkt, dass also der Körper hat gearbeitet, der Magen war am Arbeiten. Also ich merkte schon, da passiert was. Das habe ich dann heute Morgen ja auch gesehen. Also wenn ich jetzt zusammenrechne, Montag und von Montag auf Dienstag, von Dienstag auf Mittwoch, habe ich 3,2 Kilo verloren in binnen eigentlich 2 Tagen. Den Mittwoch kann ich ja nicht dazu rechnen. Und das finde ich schon krass. Also bin da eigentlich sehr angetan von und schauen, wie es jetzt weitergeht. Werde natürlich den Mittwoch nochmal durchpowern. Der dritte Tag soll ja sehr kritisch sein. So wird es halt auch im Internet. Ich habe mir einige im Forum durchgelesen und da steht halt drin, dass der dritte Tag eigentlich so der anstrengendste Tag ist. Denn da kommt so dieses Hungergefühl auf, die Kauleiste, die will natürlich was zu essen haben. Und ja, mal schauen, wie das heute so zu Ende geht, der Tag. Bin, wie gesagt, sehr zielstrebig und versuche, am Ball zu bleiben. Und ja, trinke mir gleich meinen Kaffee und versuche den Tag nicht zu überstehen, aber versuche den Tag einfach ganz normal, wie jeder andere auch, ja, durchzuführen und schauen, wie es dann morgen aussieht. Ich werde mich morgen nochmal melden und hoffe, dass das auch soweit alles weiterhin gut klappt und funktioniert. Also ich bin recht angetan, 3,2 Kilo in 2 Tagen, ja, also pro Tag 1,6 Kilo finde ich schon okay, das ist auch nicht zu extrem. Ja, ich kenne welche, die sagen, die haben in einer Woche ihre 10, 11 Kilo verloren. Ja, das finde ich schon wieder ein bisschen zu arg. Also, mal schauen. Also ich bleibe am Ball und werde euch weiterhin informieren. Dann ciao, euer Daniele.